Willkommen zurück bei der Gülle Froh. Vielmals merci, dass ihr heute angeschaut habt. Heute hatten wir die große Ehre, mit Lola Valerius zu schwätzen. Unter anderem, wie das ein Business zu starten. Und wir konnten es lecker knippischer schmachen. Und da könnt ihr schon. Dieser Podcast wird euch präsentiert mit der freundlichen Unterstützung von Access von der Spurkäse. Maja, willkommen zurück. Vielmals merci, dass ihr nicht angefallen habt. Wir haben heute unseren Gast, Mann wahrscheinlich, coolsten Setup hier, also den coolsten Produkt. Lola Valerius, vielmals merci, dass du hier bist. Merci, dass ihr mich erwähnt habt. Ganz, ganz gerne. Und effektiv hier schon ganz spannende Sachen. Wir machen hier nur ein Taste-Testing, wir lohnen auch nicht, dass das, wenn die Stimmung ein bisschen abgelockert ist. Geil, das ist nicht so der gute Hook, der Leute. Ja. Drum bleiben, bis wir keinen Stopp machen. Von der zwei hast du blamiert, von der muss raus, von der nicht. Ja, mir muss raus von den, als war das Knipper schon von stehen. Ja. Also, ich habe angefangen, ein bisschen so die Analytics von YouTube zu analysieren. Ich kann genau gucken, ob dazu eine Retention Rate irgendwas möchte. Okay. Die Leute mehr lang gucken, wenn es das Produkt. Du musst du also immer so das Knipper schon bringen. Ja. Das ist okay, dann kriegen wir ihn aus dem Problem. Ja, aber nur immer so, wenn der Luc Friede könnte, machen wir mit ihm eine kleine Taste. Ja, können wir machen. Ja. Also, ja. Ja, wie wir schon gesagt haben, du musst nicht nur Knipper schaffen, du musst nachher alles so. Wir machen so verschiedene, zum Beispiel mit Schokolade und Schokoladenbutter, auch Leute verschiedene Sorten. Genau. Ist denn Wasser wie Nutella? Ja. Ja? Ja, schon. Wir benutzen halt. Lecker wie Nutella. Das ist halt ein Pferdegut. Am Anfang, weil das halt ein komplett verschiedene Produkt trotzdem, weil sie benutzen ja am Anfang. Alle so ein bisschen komische Sachen, die drauf sind. Artifiziell. Genau. Ja. Das ist nicht super gesund. Aber wir benutzen halt wirklich, wir kaufen als Nüsse Reh und der Reischere Märse. Ja, wir karamellisieren Zucker. Wir machen alles selber. Okay. Wir so groß Millen, das ist wirklich so Granit stehen mit Graniträder, wo das dann alles gemahlen geht. Und wie so hängt. Ja, ja. Wow, puh. Ja. Ist das dann so ein Investment der Wert für so? Also, ja, schon. Ja. Da du merkst halt einen riesen Unterschied. Und ich neben, seitdem ich die Boutique habe, hatte ich keine Nutella mehr gegessen. Und ich war Anfang Januar mit meiner Mama für dich auf Antwerpen und du gehst zu mir zum Frühstücksbuffet Nutella. Und weißt du, am Anfang muss ich mir noch mehr machen. Und dann sagte meiner Mama, okay, ich mache gar nicht mehr so, wie ich dann Erinnerungen hatte. Und ich ging auch nie mehr zurück auf Nutella gehen. Wie schmeckt das für dich? Ist chemisch, ja, einfach. Ja. Am Funk her riecht es, schmeckt weder riecht nur Schokolade, noch riecht nur Nüsse. Ich mache so für allem nur Zucker. Mhm. Aber ich mache halt wirklich die Schokolade raus und Nüsse raus. Und du merkst halt, dass die Sachen noch drauf sind. Das ist noch gar nicht. Nutella ist ein bisschen wie ein Capri-Sonne. Du sollst ja. Die am Funk nie Obst gesehen haben, das bist du nicht selber, ich mache Nutella an. Ja. Ja. Ich meine, für Kanne oder so ist es vielleicht noch ein bisschen schwer. Ich balle eben mich stark am Guas wie Nutella. Nee, ich meine, für Obwissen oder so zum Beispiel top. Muss da nichts probieren. Also schon ein Panisch mit Nutella, aber wirklich so gut. Ja, ja. Nee, Panisch schon mit dem, ja. 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 Genau. Nee, wir haben Leute, aber ich finde, logisch zwei Mappen. Ich meine, wir haben ganze fünf. Okay, cool. Und zum Beispiel, da hast du Crunchy, du sind also steckische Kichelchen dran. Das ist auch super geil, weil es einfach mit einer anderen Textur ist, wie immer, ist das ganz glatt, langweilig. Wie könntest du, also, wie decidierst du, ob du ein Produkt muss oder nicht muss? Es sind halt immer Ideen so am Körper und dann irgendwann gibt es halt ein paar getastet. Da sind wir just echt froh, wenn jemand Zeit hat, sie zu testen. Weil wir sind dann eine, muss eine kleine Kippe, der Mann das groß. Und wir schaffen halt viel mit den Saison. Ich bin als Christoph fertig, ich will das Valentinstag, mein Valentinstag ist ziemlich klein. Ja. Und dann das nächste Großwert können das dann im Ostern. Mhm. Und ich das immer los, diese so Periode, wo man dann ein bisschen Zeit, Sachen zu testen. Aber du willst, ich habe halt noch so viele Ideen, ich bringe aber nicht alles bei denen raus. Mhm. Ich gucke immer, was das gerade los, was tun wir schon lange, wie haben wir das tun wir effektiv, Mensch, die du nicht rausbringst. Dann hast du das nächste, was ich machen nicht unbedingt nicht. Weißt du, wenn du in einer normalen Woche so mal x Produkte verkaufst, wie viel mehr als 400 Christwoche? Das ist schwer anzuschätzen. Christoph ist eine ganz lange Periode. Wir machen Christoph ganz viel für Firmen, zum Beispiel so die Kadot Fanané. Und du siehst viele Leute, die wollen Sachen schon mit November. Okay. Durch die Saison von Christoph ist immens, immens lang. Und dann ist es ganz schwer anzuschätzen. Natürlich, so die Leute, die Kado und Recht brauchen für Christoph, der Familie zu verschenken, die kommen all die Woche für drin. Ja. Aber
Ja, das immens schwer, so Schiffer drauf zu setzen. Mehr, du kannst aber alles am Vierhaus produzieren. Du musst schon, so, okay. Ja, schon. Aber die Knippische halt, die halten halt zwei Wochen, weil wir wirklich frische Rahmen, frische Butter benutzen. Okay. Und wir machen keine Stabilisatoren dran oder Konservatoren. Was natürlich ein Unterschied vom Gummi ist, aber dadurch halten sie schon nicht so lange. Okay. So, na, warum man den Leuten, wenn du nicht fertig springst, den Köcher dann zwei Wochen siehst und dann hat Geschmack. Also das ist wirklich effektiv. Und ich meine noch so 95% von den Leuten, wenn du siehst, ja, innerhalb von zwei Wochen isst, und Leute, ja, die halten ja, keine zwei Wochen. Ja. Das ist genau da. Ja. Dass du den Satz mal mich im Retour kriegen. Und, ja, ich meine, ich fand es schuld, wenn Produkte so müssen, im Mond, wie Mond haben, und dafür gibt es mehr Zucker drauf, halt für mehr lang haltbar zu machen, oder eben so Konservierungsstoffe und so. Und, für mich ist es wichtig, dass eben Männerzucker dran ist. Ich meine, wir kommen nur alle gut ein bisschen mehr auf den Dingen zu trägt, wo man Männerzucker will essen und das probieren wir doch zu erreichen. Mehr Zucker ist halt der Konservierungsstoff. Dafür sind halt an, weil den auch muss bedenken, an den industriellen Sachen ist viel mehr Zucker drauf, weil Zucker ist das billigste Element, was du an den Knäppchen verbrauchst. Ja. Ja, okay, fair. Hol euch ein Kamado, wenn du willst, weil du hast viel gespart vom Produkt testen, neue Ideen implementieren. Wie funktioniert das Ganze? Auf wen bist du mit dem Team runter? Wie sieht ihr am Anfang? Also, das ist, ich bin am Anfang den Chef. Ja. Ich bin nicht ganz gerne, aber ja, ich bin der Fondateur. Du bist nicht gerne Chef zu sein. Nein, schon klingt komisch. Ja, das ist mir noch egal. Das ist immer die Diskussion mit Leuten so, bist du Schokolatier oder Schokolatier? Und ich fand Schokolatier klingt komisch. Ob Lützeburg zum Muss. Ja, dafür ein Schleber, der Schokolatier und dann so, okay. Nee. Schokolade ist Mischter. Schokolade ist Macherin. Ja, da wahrscheinlich wie Mischter klingt dann noch. Mischter. Mischter. Nee, also, voilà. Der Tisch am Anfang war mal zu drei. Tisch ist plus ein an der Küche und plus ein an der Wand. Mhm. Also mittlerweile sind wir aber drei Leute mit mehr an der Küche und mit einem Putzplatz im Mittwoch. Und dann eben die ganze Saison, wie Christoph zum Beispiel, wir hatten nur zwei bis drei Studentinnen, die geholfen von Ostern und auch Studenten, die helfen. Das ist schon neidisch. Sowohl an der Wand wie Knipsch und Küste machen, Tablet, aber all die Sachen auffüllen, das vergisst ihr nicht mehr. Das ist immens zeitaufwendig für die Nester, dann Gläser zu füllen, aber auch Klienten zu servieren und dann auch mal helfen, bei seiner Küche einen Spul zu machen. Also das geht wirklich so viel bis, das hängt immer davon ab, wo sie gerade gebraucht gehen. Okay. Wir sind auch Studenten auch ziemlich cool bei uns. Wir sind halt eine mega junge Equipe. Das ist einfach genau. So mehr chill, das mehr cool, wie du irgendwie bei Männern richtig Patron zu schaffen. Ja, das halt, wir sind halt wirklich eine junge Equipe, weil ich bin der zweite Elz, der Elz wird eh jung wie ich. Das heißt, wir sind wirklich alles super jung, wir lachen gut, können Musik lauschen, das ist einfach gute Stimmung. Ja. Und ich meine, dass das allerwichtigste ist, weil wenn die Stimmung nicht gut ist, ob da habe ich auch kein Gestimmung zu gut. Ja. Wir sind doch schon ein gutes Team. Aber wie hast du den Leuten ausgewählt? Das ist schwer, weil am Anfang allerwas brauche ich hier Schokolatieren an der Küche. Mit dem Beruf geht es zuletzt aber so nicht. Heute zu Bohnen, wie ich am Lycée zum Beispiel, du bist alles. Du bist Boulanger, Pâtissier, Confiseur, Glacier, Schokolatier. Ja, ich wäre froh, wenn ich bist, weil in Frankreich ist wirklich der CAP Schokolatier, wusste da wirklich Schokolatier war, sondern am Anfang hatte ich das Leben, weil dadurch hatte ich Leute, die ein bisschen. Expertise. Mich spezialisiert einfach in der Branche, sind also wenn ich am Anfang auch kein Patissier anfangen bei null. Okay. Aber wie hat das funktioniert? Du hast Architektur studiert? Ja. Und dann warst du fertig mit dem Studium? Ja. Und dann kannst du heim so ein Schlummel und dann warst du so, okay, meine grosse Passion ist am Anfang Schokolade oder Schokolade machen. Ja. War das du schon Schokolade? Ja. Ah, okay, jein. Das war nicht also, Frage. Ja, wie hast du das gefunden? Ich bin eben, also ich habe Architektur studiert, dann war mir aber schon so am zweiten Jahr klar, dass das nicht meine Zukunft wäre. Okay. Spannende Milieu von der Architektur ist kein ganz gesunder. Das ist viel negative Energie. Die Leute gönnen keine anderen ab. Es ist viel zu der Konkurrenz. Kommt. Okay. Alle Bogen. Ja, bau dir ein mega geil Gebäude und ich sehe so, komm. Und das ist bin ich auf der Uni oder heute zuletzt? Am Allgemeinen. Also, okay. Ich war in Österreich, ich war zu Wien auf der Uni und das andere war nicht von Land zu Land. Das ist okay. So ein. Gönn keine anderen ab. Das ist eine Familie, die ich einfach nicht gerne. Und ich kann auch feststellen, dass die Leute ein bisschen stolz sind. Ein gewisser Stolz vielleicht. Nein. Oder nein. Was ist das dann? Ich meine, das ist echt eine Jalousie. So, ja. Genre, den hat etwas Cooles gemacht.
Wieso ja, ja. Ich das nicht gemacht? Ja, okay. Ich meine, das ist mir da. Ego-Problem. Und du sitzt halt den ganzen Tag vor dem Computer. Das war mir nie so bewusst. So. Die kreativen Teil ist so minim. Und du nur sitzt du irgendwelche Details zu zeichnen. Das ist wirklich nicht spannend. Ja. Und das dauert ewig, bis das Resultat von deiner Arbeit gesagt ist. Wenn es passt, schaffst du 2 Jahre und irgendein Projekt, bis da bin und die sagt, ah, nee, wir haben aber keine Suche für zu bauen. Und da war es dann. Mhm. Und dann hältst du den ganzen Plan, geheißen an Puber. Ja. Und ich fand, das war selbst, wo ich nicht, irgendwie nicht mich konnte mit auffangen. Und ich dachte, okay, mach den Bachelor du wenigstens fertig, weil du nur Master kannst du ja etwas anderes machen. Das ist aber alles ein bisschen so. Ja. Ja. Die Überlegung, Grafikdesign oder Product Design zu machen oder so. Es ist immer mehr so, ob die Idee von der Patisserie kommt. Das war am Anfang. Aber ich einfach, war das schon immer so anders dran? So nein, gar nicht. Okay. Gar nicht. Das sind meine Eltern, die mich so ein bisschen ohne Zucker erzählen und so. Das war aber ganz gut gegangen, schon ein ganz schön Kampel. Nee, am Anfang gar nicht, weißt du, hingerufen. Also ich habe mit meiner Boom Kuchen gebacken und mir auf dem Bäcker gewohnt. Aber okay. That's it. Also es war noch nicht viel. Aber ich habe schon angefangen, auf der Uni zu backen. Das war ein bisschen so mein Ausgleich und da wird leider mehr Klasssachen gebacken. Okay. Weil wir haben effektiv auf der Uni-Ball gewohnt. Wir konnten alle Einzelstunden am Jahr, sogar Christoph Ovis, konntest du auf die Uni raufgehen und dort arbeiten. Ja. Wir hatten wirklich so Klassensaal, weil wir waren bis zu 16 und dann hast du deine Klassensaal. Du hast doch nur das Verbot, nicht zum Boden geschlafen oder gar nicht geschlafen. Das hast du nie mehr gesehen am Anfang wie mein Apart. Und dann habe ich gesagt, okay. Du hast schon angefangen mit Backen und dann die Sachen eben mitzuholen. Ja. Ja, das ist wirklich bei Architekten. Also ich habe ein paar Kollegen, die eben noch Architektur studieren oder studieren tun. Ja. Und die noch immer auf der Uni gelebt, die meistens auch in der Nähe gedatet, weil sie sich nicht mehr Kunden kennen. Ja. Und das ist hier ein Mikrokosmos. Wir haben da doch bei uns auf der Uni. Ja, oder? Ja. Okay, das ist das, so hat dann angefangen, genau. Die Leidenschaft zu entdecken für Backen. Genau, du hast einen Stage gemacht an einer Kommunikationsagence, du hast so lange Bach bei denen. Und ich, ja, dann war ich so, nee, ich muss aber irgendwie zurück an die Patisserie-Geschichte. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, was alles machbar war. Und schon raus, und dass du in Frankreich kannst du eine Formation Adult machen. Das ist das am Anfang wirklich gemacht für Leute, die vielleicht schon eine andere Arbeit hatten, nur dort studiert und dann einfach eine Rekonversion wollen machen. Und das ist super cool, weil du du hast halt wirklich just die Fasche, die du brauchst. Du hast kein Französisch, du hast kein Mathe, du tust ja alles. Du hast ein Premier, das ist okay, brauchst du nicht mehr. Und du sind nicht mal Ersatz gegangen, für mal das Finanzamt. Okay, ja. Wie teuer war das? Ich meine, es war 7.000 Euro für 6 Monate. Nicht geschenkt. Das ist nicht geschenkt, nee. Ich habe auch gefreut. Für so ein CDS zu kriegen. Du kannst also CDS auch froh für so Exzeptionen. Ja. Die waren aber gar nicht schon. Nee, die haben das doch gar nicht verstanden. Da hat eine Madame gerufen vom Medikationsministerium. Ich wusste vornamt am Telefon. Ja, so, der kennt das ja hier im Land machen. Was soll das? Das wäre auch ein Pro. Kann ich das hier im Land machen? Ja, aber da warst du Apprenti, Adult. Und da warst du 3 Jahre an einem Apprentissage. Du bist dann irgendeine Entreprise, dem Reveil vergammelt. Und ich wollte halt so schnell wie möglich ein Diplom und ein Schaffen gehen. Ja. Da, wo ich Lust zu schaffen zu gehen. Und nicht unbedingt müssen. Ja. Weil ich aber immer wusste, dass ich irgendwann wegen mich selbstständig mache. Das war immer mein Bild. Das war nie für irgendwie für einen anderen zu schaffen. Weil ich, Das ist hier im Land, also dann von Eichstag durch als Lehrer für Leute, die nur wollen, U-Gestalt gehen. Genau, und nicht schon. Patron, ja, genau. Du hörst halt, wie gesagt, dann hörst du das nicht spezifisch. Das heißt, du musst an all Departements musst du schaffen. Du musst Mütze machen, du musst Brot machen, du musst Patisserie machen. An, war doch geil, oder? Schon. Mir hat mich halt im Moment nicht interessiert. Ja. Das war halt im Moment für mich einfach nicht die Option. Ich meine, wenn du halt am jungen Alter anfängst, ist das eine Option. Aber wenn du als Erwachsener in einem KV4 anfängst, wie sich nicht ab 3 Jahren irgendwo muss an einem Lehrer die richtige Option ist. Aber wie gesagt, das, was du gelehrt hast, die 6 Monate, was lehrst du genau? Also das ist für alle Mal, all da von morgens bis abends hast du cool. Also das ist Vollgas, das ist nicht so Uni-Leben. Oh, ich gehe, vielleicht gehe ich nicht, nee, gar nicht. Und praktisch? Du hast 2 Tage praktisch. Okay. Und der Rest, die 3 anderen, die ich theoretisch kuren. Das ist sowohl über Hygiene, wie über die Gesundheit, wie heilen ich mich bei der Arbeit, wie vitären ich Oxidante. Aber auch über... Wie musst du dich dann heilen? Riecht.
Riecht, nee, so die blöd Sachen, so wenn es dir etwas Schweres hier ist, gehst du dann knallen. Die Sachen, mir das aber wichtig, die Leute das immer beizubringen. Ja. Da lernst du über die ganze Technologie von den Sachen. Wieso benutzen ich Mehl? Was mischt Mehl? Okay. Und das ist super cool. Du wirklich diese Schafte von den einzelnen Produkten, die du benutzt. Wieso benutzt das? Was mischt das? Was geschieht, wenn es nicht muss? So ein bisschen Lebensmittelchemie. Genau, so ähnlich. Was hat man noch so? Ja, das war für allem so Sachen. Aber wir hatten ein bisschen Ökonomie, so über wie in einer Firma abmischt, was sind legale Basis und so, war doch wirklich cool. Also es ist eben viel praktisch. Konntest du den zweiten Wolle, den du gerade gespart hast, aus Frankreich applizieren zu Lützeburg? Nein, nicht wirklich. Das war ein bisschen schwierig. Ja, nicht wirklich. Okay. So Terminologie war am Anfang nicht schlecht, weil heute zu Lützeburg alles auf Französisch ist, war am Anfang nicht schlecht. Nein, sie haben aber. Ich so die Basis, das ist immer dasselbe. An Ava sind hier Gesetze anders, das wie heute. Ja, auf jeden Fall muss ich mal Accounting machen und muss ich mal. Auf jeden Fall musst du nur ein Fiduzier an die Kümmer zerstören. Du sollst halt ein Minimum verstehen, aber sie haben das gelehrt, dann ist in der Meinung, hol dein Fiduzier, was sind sicher, dass du nur alles richtig hast, weil das nicht dein Job ist. Also, das ist für den Eco studieren, dann du weißt. Dann hast du das gemacht und dann hast du das Rekord und dann. Nein, es sind eine Zeit zu arbeiten gegangen. Okay. Also ich war dann zum Beispiel in Taiwan arbeiten, dann stehe für Franzosen, also den hat, das bestimmt man eine Taiwanesin, und dann eine Patisserie abgemacht. Cool. Und dann stehe geschafft. Was verkaufen Sie dann du? Am Anfang französische Patisserie, aber so ein bisschen mit gackisch verpackt. So, weil die Asiaten sind ja alle so, alles muss so süß sind, an Tieren, an Anime und so. Das war am Anfang ein bisschen da, mit war aber die Basis französische Patisserie. Die überall gut du kannst, meinst, weil auch zu München zum Beispiel, wo es so pur, das geht nicht viel, aber du hast da pur Klänge und die boomen so krass. Wir haben Asien immer mehr, also ja, das ist wirklich so, auch Japan oder so, also im Moment, the place to be. Ich fand das so oft an den schlechten München kriegen, also das ist genau das. Das ist so krass, das ist genau das. Einen Ticket. Ja, ich fand zu Lützeburg, dass das ein bisschen das Problem, und da kommen wir zurück bei die Spezialisation, weil alle Menschen möchten von allem. Wenn du zu Paris gehst, hast du eine Boulangerie, die machen da Mütchen und Brot. Ja. Und vielleicht noch so zwei, drei Patisserie, aber das nicht, wo du so von allem und dann hast du pure Patisserie, wo du kein Mütchen und kein Brot, hast du nur Patisserie. Und ich meine, dass das valorisiert, bis du mehr den Produkt. Und dafür finde ich mich auch entschieden, für just Schokolade zu machen und nicht noch Dessert zu machen, noch Bredischer und Zuppen und keine Ahnung. Schutzfreiheit gained. Keine Ahnung. Nee, gut nicht. Nee, das gut nicht ein Ding. Ich muss nicht frei machen, was ich will. Aber, ja, wahrscheinlich ist es ökonomisch mehr gescheit, alles zu machen. Schon. Vielleicht müssen wir das orientieren. Nee, ich meine nicht. Nee, das interessiert mich nicht. Okay, wir klippen da dann. Wenn du denkst, dass wir das machen, dann passt das halt auch. Nee, ehrlich gesagt. Nee, das treizt mich nicht. Wirklich nicht. Schon ein Projekt, wo ich gerne in der Welt umsetze. Mir das ist aber sah nicht. Ist das schon Teaser? Nee. Gut, kein Wagen kriegst du. Nee. Im Zoo. Aber wenn es eh gibt. Im Zoo, ja, genau. Wenn es eh gibt, aufstellen, den an so einem anderen Moment, der gut wäre. Ja, und da bist du auf den angewiesen. Das darfst du nie vergessen. Wenn den irgendwann sagt, nee, ich kann nicht, ich wandere nach Hause in Alaska oder ich habe schon eine Frau von meinem Leben kennengelernt und das wunder Schweden. Adi, ja, merci. Okay, ja. Das ist absolut nicht der, wie wir in der Schatz sind. Der will sich nie irgendwie abends basieren auf eine Person. Okay, da ist schon ein Business Advice. Weil ich hatte letztens eine Diskussion mit einem Kollegen, dem am Gedanken gespielt hat, Rastrop zu machen. Ja. So, das macht nicht. Weil alles, was du am Rastrop muss gemacht werden, musst du auch können machen. So, wenn der Koch krank ist, musst du können hinersetzen in der Küche. Wenn der Server krank ist, musst du den können ersetzen. Ja. Und das selbst war der nicht der, wenn er schatz ist. An einer kleinen Firma, ja. Soll, wenn das effektiv eine riesengroße Firma ist, dann hilft das den Job an der gleichen. An der Firma könnt ihr, wenn du so 60 Kilo 2 Meter in der Welt gehst, könnt ihr das machen? Nein. Nee. Ich meine, das ganze Büro zum Beispiel. Okay. Dann hast du verschiedene Produkte, die auch schüsst ich mache, weil wir einfach nicht Zeit haben für das in anderen Anweisen. Wir hatten einfach Zeit, um nicht wieder zu machen. Mir für allem das Büro. Also alles, was irgendwie Rechnungen bezahlen, also da auch Klienten für große Kommanden oder so personalisierte Kommanden, also das kümmern wir nicht drum. Also ich gehe da komplett rein, und just für die andere Seite ein zu argumentieren. Kann ich natürlich
auch so ein Ziel von einem Business soll ja sein, zu wissen, mhm. irgendwann, dass du austauschbar bist, am Sinne, dass du für Riesing Expertise mhm. hast und dass die Sache rund läuft und du just nach Supervisor genau. musst. Du schaffst es auch tun mhm. und das geht auch immer mehr. Ich kann mich immer mehr aus der Produktion zurückziehen, als ich werde müssen. Mir tut halt alles in Limiten. Ja. Keine Ahnung, ich kann nicht die von der Küche sagen, du musst nur noch mein Büro machen. Das geht ja nicht. Dann muss ja. ich wirklich einen anstellen, den dann das Büro mischt. Ja. Mir das ist schon die Idee. Mir tut die Firma geht das ja noch nicht ewig und wir sind noch nicht so lange da. Ja. Und das ist ein Prozess. Du, das meine ich auch, dass so viele Leute auf den Schatz sind. Ach, ich mache mich selbstständig. Und dann mache ich das ja. Und da kann ich die ganze Zeit noch Vakanz gehen. Dann sieht man, das lebt schon. Nee, das geht ja. nicht. Am Anfang hast du die Produktion, aber das war es denn gerne. Ja. Oder? Das ist das auch schwer, durch da rauszuzählen. Absolut. Superweise. Genau, absolut. Und ich ging auch lieber just Produktion machen an einen anderen Hund, der mein Büro mischt. Mit meinem Büro ist am Keller und also Keller ist 1,85 Meter hoch und hat kein Fenster drin. Und ich kann halt keinen anstellen, weil ich meine, dann steht die Therme bei mir. Aber so, nee. Wenn ich am Keller sitze, ist das langsam. Ja, dafür. Okay. Also das wirklich ein Hauptgrund? Da können wir bestimmt heuer eine Solution finden. Aber man schon. Okay. Also ja, das ist halt eh von den Gründen. Mhm. Wir sind am Gang mal gucken, weil oben über dem Boutique sind Wohnungen. Mhm. Und ich hoffe, dass einfach nur ein Kado eine Wohnung freigeht. Und da können wir stay lohnen und da können wir da ja. bis zu so Büro und Aufenthaltsraum. Und dann kann ja. ich schon gerne den anstellen. Wenn es ein Halbtag wo mhm. mir kann bis zu Büro aufholen. Und da kann ich mich auch mehr investieren, also Development von neuen ja. Produkten. Also. Ja, das ist alles der Bottleneck am Moment. Ah ja, also das ist kein Drama, das ist okay. Okay. Ah, nein. Mark heißt ja auch, also das ist dein Name. Mhm. Wie war die Decision, dass du das nicht nur irgendwie Chocolate in Luxemburg oder irgendwie ich wollte halt nicht, dass jemand so einen peinlichen Name hat. Zu jemand der Kollegin hat zu mir gesagt, du musst es Chocolate Cloud nennen. Chocolate Cloud. Nee, der Govert muss noch nicht. Cloud Factory Govert, so nach Gönnet, wie man die Diskussion hatte. Ich wollte halt, dass es irgendwie das Leute persönliche Bezug dazu haben. Dass es nicht einfach diese Nummer ist, wo die Leute keine Relation dazu haben. Ich meine, dass es zu Lützeburg gerade, wo wir ein kleines Land sind, wo Südfrei ein bisschen Südfrei kann, dass es wichtig ist, dass Leute irgendwie gesehen oder ja, eine Person in Verbindung setzen. Ich fand auch dadurch, wirkt es mir persönlich und die Leute können mir nur vorstellen, dass wir effektiv alles selber machen und das nicht irgendwie. Von Brüssel importiert geht, dann einfach ja, ist neu verpackt. Du stehst auch von einem Nummer und so, so dass es gut ist. Genau. Ja, genau. Ich muss dann Thomas Philipp nennen. Ja, einfach Thomas Philipp. Ja, ich meine schon halt auch nur der Vorteil, dass ich einen Nummer habe, den nicht so kommen aus. Ja, ja. Das hat mein Alter wirklich gut gemacht. Apropos der Nummer, was du mit Galerie Valerius in Debs? Ja, das ist mein Papa. Ah. Ja. Okay. Ich habe schon an einem Artikel gelesen, du sollst schon aber alles selber investieren. Das ist, ja. Du bist halt aber so klar gestalt. Ja, weil ganz viele Leute gesagt haben, oh, mir den Eltern oder den Großeltern können der ja alles bezahlen. Und das ist gar nicht so, wie ich funktioniere. Ich habe auch immer als so Teenie, wenn es dann einen Studentenjob gebraucht hat, also, ich kann den, ich rufe den nun. Nee, ich will das nicht. Und ich meine, ja, ich habe mich dann da so komplett, ich wollte nie Hilfe von irgendjemandem. Bei anderen so sind ich immer froh, dass ich all die Leute rundherum schon, wenn ich dann froh hole oder so. Ich kann die Leute immer freuen, aber wenn ich Hilfe brauche, sind immer Leute, die helfen. Aber an der Basis bin ich der Meinung, ich schon decide, eine Firma aufzumachen, also ist mein Problem. Also will ich nicht anderen Leuten meine Probleme aufdrängen. Hat dein Papa oder irgendjemand aus deiner Familie da irgendeinen wertvollen Advice an den Weg, in den du kannst mitteilen? Ich meine nicht unbedingt so gesucht. Mir einfach schon ein Leben lang, also mein Großeltern verkaufen Rito neben zu Asia. Wir haben an dem Boutique am Funk gewohnt. Okay. Teilweise an der Boutique sind verbunden mit mir gewischt. Ich konnte zu allen Moment immer rübergehen bei meinen Großeltern und ich habe geholfen, Christoph Pack abpacken und hier und da. Ich schon an du dich mit meinem Papa auch immer independent, weil ich das Leben immer kannte. Und ich meine, dass ich am Anfang so gelehrt habe, dass es mal ups gehen und downs gehen und dass das Leben nicht immer mega geil ist, sondern dass ich einfach immer ein Ziel muss schaffen. Mhm. Auch hey, also ich muss so, wie es herkommt, was weißt du, was soll ich helfen? Nein, das fällt mir auch immens schwer, Neues zu machen. Das ist wie Sana, gehst du immer heuner sitzen. Nein, mir das einfach, du musst ja auch dafür gemacht sein. Du musst halt ein Mensch sein, der motiviert das. Aber ich meine, wenn es dein Agent ist und du schaffst für dich, also doch ehrlich, dass du sonst für einen anderen schaffst.
Ja, also da kann ich zum Beispiel loswerden. Ich nehme gerade beides. Ich arbeite Vollzeit einfach umgestaltet an einer Firma, war doch ganz interessant. Und ich habe heute ein kleines Projekt-Podcast, wo wir alles selber machen und uns Ideen können realisieren und eine Vision nachstreben. Und das macht so viel Spaß. Ja. Auch wenn es gut vergleichbar ist mit einem Gehalt von einem selben Job. Genau. Das macht so viel Spaß. Ja, aber das ist eben das. Ich so noch immer das, noch immer das, weil ich so und ich meine das nicht viel zu. Und wenn ich das für zu machen, dann kann ich das anders machen. Darum geht es gar nicht. Aber ich wusste einfach von klangem Unanfang, dass ich nicht gemacht bin, für einen anderen zu arbeiten, mein Leben lang. Ich schon zu viele Ideen selber, wo ich will umsetzen. Ja. Und dann hörst du die zwei Wollen. Erstens findest du einen Patron, wo du all die Ideen darfst umsetzen. Und dann das willst du, dass den anderen sich und deine Ideen bereichert. Und das ist am Anfang ein bisschen egoistisch. Aber ich war so. Am Anfang setze ich das Leben in der Menge. Warst du auch aktuell auf der Sicht einer Immobilie? Beziehungsweise willst du gerne nur eine Zukunft ein Appartement kaufen? Da bist du wahrscheinlich im selben Boot wie ich und hast das Problem, dass Zinsen nicht klammern. Mir anscheinend hat das auch ein paar Vierdeler, oder Philipp? Ja, das stimmt. Dadurch gehen auch die Spurzinsen rum an die Leute. Und wie besonders du von will profitieren, der braucht unbedingt Access von der Spurcase, weil die Spurkonten, den du mal dran hast, die bietet einen besonders interessanten Zinssatz. Okay, ja, das tue ich effektiv nicht bedurcht. Das heißt, es bringt nur nicht etwas, für so in einem Spurkonto stehen zu holen. Und das ist effektiv praktisch, dass das doof ist und der Offer von der Spurcase mal dran ist. So Tom, ich war gestern mit meinem Hund, dem Ballo, beim Dieren-Doktor, weil er war krank. Und ich bin mega froh, dass ich die Assurance bei AXA gemacht habe, für die Hunde, für die Katzen, weil sonst wird das mega teuer gehen. Ja, gut, das ist interessant, weil ich selber ein Katz, Mickey, und die muss auch ultra auf bei den Veterinär. Wo kann ich mich denn von mehr für von AXA die Assurance da? Aber du kannst einfach auf den Link in diesem Video klicken, da kannst du direkt auf die Website. Okay, nice. Wie bist du da vom Genre her, weil du hast Ideen nur gespart. Und bei mir zum Beispiel, ich bin schon wirklich ohne Witz am Tag 20, 30, 40 Ideen, so von Podcast-orientierte Sachen bis hin zu Blockchain-Sachen, bis hin zu Handwerkssachen, so. Ideen sind schön zu haben, das ist mega flott, aber final mal sind Ideen gar nicht wert, wenn sie nicht exekutieren. Und da probiere ich mir um selber zu schaffen, für mehr Richtung Exekution zu gehen. Ja. Wie gesagt, du da? Es gibt schon Phasen, wo ich da so tolle Sachen umsetze. Und dann habe ich auch so Sachen, so, dann fangen schon eins so 10 Sachen an. Und dann nur mal, was ist eigentlich wirklich fertig. Ja, es ist schon so Phasen und so Phasen. Aber im Endeffekt habe ich so ein Buch, wo ich mir alles abschreibe, was mir irgendwie an den Kopf kommt. Dann wenn ich da so sehen, okay, ich habe mir überlegt, für die Dose-Saison hatte ich letztes Jahr irgendwie eine Idee, mit wann ich mich abgegangen mit der Zeit, dann habe ich da drin und dann voilà, sitzen wir eben das Jahr. Ja. Wir waren noch bei der Ausbildung da hängen geblieben. Wie also dann von da weitergegangen, dass du, weil, lo, apropos Exekution, wie bist du da gekommen, dass du bei mir in der Boutique abgemacht hast? Ich bin nur in Taiwan in Paris arbeiten gegangen für so ganz große Chocolatier und da war ich nicht ganz froh. Also das war wirklich, ich bin schon immer gesagt, ich muss nicht unbedingt so verdienen, ich will einfach ich kann meine Leute bezahlen und mein Essen und solange ich etwas lehre. Und dann habe ich einfach weder irgendwie genug so verdient für meine Leute zu bezahlen und mein Metro-Squad, noch habe ich irgendwie etwas gelehrt, weil sie haben wirklich so ihren harten Kerl gehabt von zwei, drei Leuten, die sie, denen sie vertraut haben, an denen sie irgendwie etwas konnten. Und all die anderen waren am Anfang so für Sachen oben fließbar zu lehnen oder im Hof zu holen. Und dann hat auch angefangen, die Ambiance zu kippen. Und war nicht mehr so cool. Und wegen der Periode ist her, so bin ich angegangen. Und dann habe ich noch drei Minuten gesagt, okay, ciao. I'm out of here. Was willst du dann da genau gemacht? Weißt du, du hast schon so wenig. Weißt du auch so etwas? Weißt du, nein, ich gelehrt. Nee, war wirklich, also war eben ein Schokolatier und außer also, schnell habe ich nicht viel gelernt. Sie haben überall Ohren hängen, wo sie können, mit Ugewiese gesehen. Also digital Ohren, wo sie können, das ist ja super selten. Und dann hast du gesagt, okay, für das und das, mit das dort zu machen, hast du so viel Zeit. Krass. Das ist super. Und du hast dann noch wirklich getrackt, ob wenn du mich los hast wie dein Opa, kriegst du einen Rüsch. Ja, kriegst du so mal 4 und dann, ja. Okay. Und das ist so, wo ich sehen so. Ja, nee, das ist nicht gut. Das so wie groß war das? War das schon so groß? Wir waren 16 Leute an der Produktion. Wir müssen so 4 Tonnen fertige Produkte produzieren. Klingt noch viel.
Das ist wirklich viel. Das ist enorm viel. Okay. Also es waren wirklich Quantitäten, die nicht mehr normal waren. Und du warst halt ein bisschen enttäuscht, weil es hat halt nicht mehr so viel mit Handwerk zu tun. Es war halt ganz viel, Industrie eben das, was so irgendwas auf die Band lehnen oder die andere Seite um abhacken. Kann denn den nun? Ja. Okay. Und ja. Patrick Roger. Also aus Frankreich, in das Meyer Ouvrier de France. Sind Produkte mega, mega gut. Also, nice to gain. Das ist wirklich super, super Qualität. Dann noch, wenn ich alles von Paris gehe, gehe ich auch kaufen. Mit dem Arbeitsklima war schwierig. Hina ist auch eine schwierige Person, weil Hina ist am Anfang mehr so ein Artist. Und hier lebt so eine Sängerwald, dann eine Sängerbobble, und dann zählt man halt so Sachen. Und dann was schwätzt du gerade? Cool. Ich habe aber schon krass Sachen gemacht. Ja. Hemisch am Anfang den ganzen Tag steht hin, aus seinem Atelier so Skulpturen zu machen. Guck die Fotos, ja, voilà, da das ja, hin. Das ist mega geil. Und Hemisch hat den ganzen Tag so seine Skulpturen da und halt die anderen Mann halt Produktion. Mhm. Okay. Vielleicht gehst du rein, also. Ja. Ich will nicht so gehen. Mit Kakaopulver, ja. Am Punkt, das gibt aber gut durchkommen, eigentlich. Weil du so eine Figur an den Trip umgeschafft hast. Ja, der Problem ist halt immer, weil Leute immer noch scherzen, wenn die Sonne durch ein Gläser Scheibe schenkt, Schokolade, das ist nicht die beste Kombi. Ja, fair enough. Ja, aber an den sind ich eben Träger blöd zu bekommen, weil ich so, hey, das ist so, ça passe, ça casse, ich lanciere das Projekt von der Independence. Das Problem war, ich bin am Dezember rumkommen und am März aus Covid kommen. Geil. Ja, mega. Ich habe weitergemacht, ich habe mir daheim so ein Mini-Kitchen angerichtet, wo ich da Produkte getestet habe. Und es war einfach cool, weil ich dann so Leute einfach Bestellungen gemacht habe. Ich habe ein bisschen so durchs Land geliefert. Was einfach cool war, weil es war Lockdown und ich konnte wenigstens die Leute dort Trab stellen und dann ein Moje so. Das war einfach ganz cool. Gemacht? Ich habe für Oster-Schokolade eher gemacht. Okay. Also so Oster eher. Und dann habe ich auch ein paar Knippe schon noch getastet. Eben so. Aber wo hast du die Schokolade hier gekriegt? Die Zeit. Du weißt ja noch nicht. Das ist einfach Milch, keine Schokolade. Nee, gar nicht. Nee, von einem Fonis, mit dem ich auch losschaffe. Wir sind am Anfang nicht dürfen mehr verkaufen, weil am Covid haben sie nur Firmen verkaufen. Okay. Ich sind mir aber verkaufen, nur sind auf den Kee gelöst und dann sind sie auf den Kee sicher gegangen. Was egal was. Von uns das Lobe denkst, das ist komplett ridikül. Wieso haben wir das gemacht? Das ist eine coole Story. Ja, absolut. Ja. Das ist einfach just absolut lächerlich, von uns das Lobe denkst. Ja. Und du, Gott sei Dank, hast du irgendwie am Mai oder so, April, Mai, krutschen auf und ein Mann, der gesagt hat, ja, schon her, und du siehst eine Boutique. Als Familie hat ein Haus zu Asch, wo innen ein Kommerz dran hast, der wo dran ist, bezahlt seit mein Keloye. Ich meine, die gibt mich nur Fayette, wenn du willst. Schreibt schon den Brief, dass er raus muss und da kannst du tun. Und du siehst mal, weil du das und ich kann das, weil ich war zu Asch am Lycée und da war immer so ein Pasta-Take-out dran. Okay, ja. Und da sind ich immer mit das Erste gegangen. Das ist schon, ich wusste direkt, weil ich gebaut wäre. Weil so ein Pfund. Ja, und du nicht halt ewig gedauert, bis der Kerl rausgegangen ist, weil den hat sich du geweigert oder so. Mhm. Und du kriegst manchmal recht Oktober die Schlüssel. Okay. Aber Oktober hast du mich zu leuen bezahlen? Nein, hat man ein paar Monate für Chantier, wenn du leben musst. Ich ab irgendwann, und hast du da schon genug Revenue gemacht für die Leute? Ja, schon immer eine Chance mit leuen. Okay. Schon ganz viel Chance. Ist das nicht, dass du Millionen Revenue schon gemacht hast? Ich habe von Anfang an habe ich nie ein Problem gehabt, hier irgendeine Furnisse, irgendeine Salär oder ein Loyer zu bezahlen. Gut. Ich muss wirklich sagen, da hatte ich Chance, dass das von Anfang an gut geklappt hat. Es war sportlich, weil schon 3D für den Ostern die Boutique abgemacht habe. Aber wir konnten eine Woche für den Kischen. War egal was. Ich so, nur heinz noch, weil der Jose, den mal du gefangen hat, den schaut eben noch immer durch. Und dann hat er so gesagt, nach wie mehr Stunden, war egal was. Ja, war egal was. Wie viel Stress war das? Warum? Oh. Ich habe eine unendliche Stunde gemacht und dann sind nicht nach Milan geblieben, dann ist dann nicht von heimgegangen. An der Zeit war, wie hat das, Couvre-feu? Da sind ich dann heimgegangen und da waren Sparschatten und Schläge begegnen. Weil ich sind zu Fuß getrippelt heim. War mal der, das ist halt das Couvre-feu, so, ich komme von der Arbisch. Ja. Ja. Crazy. War eine heavy Zeit. Aber du musst dir schon weg. Geh zu, du überlebst dir schon weg. Das ist okay. Und dann nächsten Fall kommen bessere Zeiten.
Du hast du von Anfang an, wie so in die Boutique gegangen bist, immer da bestellt? Ja, anders geht es gar nicht. Und wie konntest du das schon lesen, immer da bestellt zu tun? Du hast ja für drin, oder war es, also für drin schon gut gelaufen, oder nicht? Mich hat für drin nicht. Aber du hast da als Ding auch Kischen aufgesagt? Nein, das war nicht verkauft. Das war, das war so all in, wie genau. So, okay. Ja, ja, war von Null. Und du wusstest, dass das wird gehen, am Anfang? Ah, da, ich hatte es schon getestet. Also ich wusste, dass da war Produkte, die funktionieren, dann ihr sind funktioniert zu Lützebusch. Erstens, aber wenn du nicht komplette Schrottverkehr und ich nicht allzu blöd unlese, also da war machbar. Okay. Natürlich war es froh, am Anfang geht es, am Anfang geht es oder nicht. Das ist immer, das weißt du nie, das ist immer ein Risiko. Ja. Und plus, mein, wie die Boutique abgegangen ist, waren alle guten Restaurants und Kaffee waren zu. Wegen Covid. Mhm. Das war schon ein bisschen Risiko. Und dann wärst du schon gesagt, Leute, du gehst nicht zu denen, da kommen sie halt Schokolade kaufen. Ja, also es war wirklich, also ja. Muss immer ein bisschen, also du kannst, du musst nie irgendetwas ab, wo du da 100% sicher bist. Ja. Das geht nicht. Das du musst ja immer ein bisschen hoffen, ein bisschen optimistisch sein, anders das geht nicht. Du musst irgendwann einfach trauen. Und dann wirst du vor allem so Mund-zu-Mund-Propaganda auf Social Media Social genutzt. Media, ja. Ja. Okay. Du hast Instagram, das ist wirklich top. Okay. Du kannst, du erreichst super viele Leute. Und die Dose wirklich. Sehr gut für Insta. Genau. Ja, also, sie ist schön. Sie schäben Sachen, effektiv. Schöne Produkte. Aber, weil, das ist in der Viertel nicht mehr so wahr, gerade wie nun. Aber ich sehe da zum Beispiel meine Freundin, und hat das Probe, bei ihm und am Lycée, so jede Verein, so sie sich schon, keine Ahnung, von mir oder von aus der Stadt, eben von uns alle auf Asch, die bei dir an den Boutiques kommen, fand ich auch dick fuh. Das ist mega geil, das sind das auch witzig, und Heinz ist einfach, wir sind extra von Wolz kommen, schon limitisch schlecht gewissen, dass Leute von Wolz kommen. Mittlerweile kann ich doch einen Platzshop bestellen, ja, und das ist super praktisch, weil du, die liefern wirklich einfach für den selben Preis durch ganz Land, egal ob du zu Hause wohnst oder zu Schöffling. So gekielte Kaminate in der Tisch, so können wir auch im Sommer bei den Leuten liefern. Das ist wirklich, wirklich cool. Und da limitiert eben das Leute extra, muss noch besser gefunden kommen. Kommen dann noch so Leute an die Geschäfte, die so, oh, was ist los? Schon, die Leute so, und die gehen zu mir, du warst nicht da. Ich war im Boutique und du warst nicht da. So, ich nehme so mit dem Keller. Das kennst du doch. Und mit dem Büro und dem Fenster. Und mit den Neos-Tüben. Ja, nee, es sind, also es sind am Anfang immer da. Okay, okay. Ja. Da wissen die Leute, wenn sie dich sicher sind, müssen sie an den Keller gehen. Ja, sie kommen nicht an den Keller, aber sie können aber froh. Da können sie mich sicher. Aber mit Let's Shop, wie viel, du beziehst sie da eine gewisse Kommission? Ja, du beziehst einfach ein Abonnement auf die Uhr. Und dann ist aber nur egal, wie viel du verkaufst. Okay. Wenn du nicht angeklärt hast, verkaufst, beziehst du selbst ein Abonnement. Wie, voilà. Interessant, okay. Und dann haben wir von der Gemeinde hat mit Let's Shop noch so einen Kontrakt. Das heißt, wir bezahlen einfach nur die Zahlen vom Abonnement. Okay, cool. So eine Drehschwitfunks, wie das top. Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin super zufrieden. Also, ich habe bei mir auf der Arbeit geschaut, mit ein paar Leuten geschwärzt, aus, also kein Lützebäuer, die dich dann eben noch nicht kannte. Und sie waren dann dick begeistert von den Fotos und dann war sie, ja, okay, wo ist das? Und der Staat, und dann war ich so, nicht so echt, waren sie enttäuscht. Das heißt, du musst Laura an der Staat abgeben. Ja, mit Staat ist immer das Problem, mit Leuten. Die Leute so nicht mehr, ich muss selbst an den Staat, aber mit Leuten ist das Riesenproblem. Und dann, weil die nicht der vergessen, sprach ich da viel mit Personal. Ich muss da doch produzieren, das, was wir verkaufen. Ich vergleiche immer mit einem Kleiderboutique, das nicht, wo du einfach mehr Kleider ankaufst und dann verkaufst. Nee, du musst doch können produzieren. Ja. Und das ist einfach ein Aufwand, den ist enorm. Da brauche ich selber ein gekillte Kabinett, weil du mir kein Kabinett, wir brauchen keinen. Ja. Und dann musst du die irgendwo parken, erlöden. Und das sind so viel, dass dann auch schade sind immer, wie viel. Und dafür sind ich einfach froh, für einfach mal lieber das Shop zu fahren, weil sie liefern innerhalb von spätestens 48 Stunden. Ja, also das ist wirklich... Kommen Sie dann alle Tag bei den Schlafenschmäusen? Ja. Okay. Ja, aber also Samstag oder Sonntag kommen sie, am Ende sind mehr zu, aber sonst kommen sie eben immer. Interessant. Sie kommen morgens also Lunch und dann holen sie alles mit. Sind Sie, das wisst vielleicht nicht, aus der denke ich dann, schön mal, dass das vom Staat. Nee, das vom Staat. Vom Staat, da so eine Gruppe Mann, Tisch, dem House of Entrepreneurship, ne? Oder? Ja, sie sind mein Joch dran, und dann den Ökonomieminister, und voilà. Das ist ein ganz. Das House of Entrepreneurship gehört zu. Schon mal der Commerce, genau. Tisch, das sie, Minister. Tisch, das am Anfang, also wirklich so eine staatliche Geschichte. Mhm.
Dafür hier in Antirien ist halt nicht um das Suchen zu machen. Das wird letzte Mal Kommerz zu unterstützen und dafür sind Abonnemente und Freien noch dementsprechend. Weil wenn du selber einen Online-Shop bist, kennst du niemals für die Konditionen an den Preis Shipping offerieren, wie der Letshop das macht. Ich brauche mir einfach Merch rausbringen, aber gleich und Tausende von Kommanden kriegen. Genau, da können wir über Letshop machen. Selber rein. Von der Zeit tut du, wir können das gerne machen. Das soll man mal machen. Ja, ja, sehe ich noch, wo ist irgendein Tipp und alles, so, so auf der Seite, so, falls man kann geben, so aufhängen, ein, sollten eine Firma gründen oder Produkte, Merch kreieren oder. Es sind halt einfach der Meinung, dass du dich musst trauen. Jetzt sollen schon so lieber Leute sein, wer den möchte, sollen sich bewusst sein, dass es einen enormen Arbeitsopfer ist. Wenn es ein physischer Boutique ist, muss man sich bewusst sein, dass man also Öffnungszeiten hat und dass man sich auch muss und die halen muss. Und dass man nicht mehr kann, dass man sich auch Haut managen ob Haut nicht. Weil das sind viele Leute, die das in der Schatz sind. Und ja, muss man sich einfach bewusst sein, dass er tief von denen ausfällt, muss man den können ersetzen. Und du brauchst halt so ein Mädchen für alles. Du musst erhaschen, du kannst musst. Auch du mehr machen halt, dadurch, dass mehr ein kleines Kissen machen, mehr kann ich kollektiv. Das heißt, wir gehen alle zusammen an Vakanz und wir sperren einfach die Boutique zu. Ja. Ich war aber zum Beispiel letztes Jahr, war ich Schokoladenplantation in Panama. Und da war ich vernünftig nicht du. Das war okay, aber das war aber am Voraus, wo es die Statue ist und dann hast du das präpariert. Es geht. Ich ging aber nur nie zwei Wochen an Vakanz, vor wenn die Boutique war. Mit das geil so mit Panama, wenn du so deine Passion holst und dann wirklich du kannst. Das war mega geil. Das ist wirklich cool, weil das etwas, was du nicht, du kannst einfach nicht an Vakanz fahren und da so in ein Kilo eine Plantage gucken. Du kannst mit das so ein Touristen-Plantage. Ja. Und heute war wirklich cool, weil meine Mama vorne ist, wo ich die Schokolade kaufe, da hinarbeiten. Und das ist wirklich. Ich habe Panama so gemobbt. Wird. Die dort Tablet, ich war einfach an der, an der Plantage, wo die angepflanzt sind. Tisch, was kaufst du ihnen auf? Ich kaufe Couverture, Tisch Schokolade. Okay. Chocolatier, also von dem, wo Schokolade hält, an den Transformer, der knippischer Tabletten, okay. Patatartine. Dafür drücke ich den, den heißt Couverture. Nicht als der, wo die Bohnen hält, an den an Schokolade umwandelt. Wie geht das? Also, du hast schon ein Kakaobohnen gesehen, wie die um den Baum hängen. Ja. Du hast da so ein Kaboss und du bist dran, hast du dann die Kern, die so im Gesi von so einem weißen Frucht liegt. Das wird dann rausgeholt, da wird das fermentiert, während pur Deich. Und da wird es gelöscht, hier zu dröschen. Also, sobald Bohnen dröschen sind, gehen sie geschickt an Europa oder wo auch immer. Okay. Dann gehen sie da geholt und dann gehen sie torrefiert. Geräuchert. So wie Kaffeesbohnen am Anfang. Und da gehen sie gemahlen, immer mehr rein, bis sie dann irgendwann kriegst und die passt. Und dann kriegst du eben durchaus Schokolade. Eine vereinfachte Version. Ja. Genau. Und da das eben den schwarzen Schokolade, ist eben just das. Beim Milchschokolade kommt noch Milchpulver bei. Aber beim weißen Schokolade, das am Anfang, wenn du den Schokolade presst, kriegst du den Kakaopuder und den Kakaobutter. Das ist am Anfang einfach schüsse Fett und der weiße Schokolade ist das Fett, Zucker und Milchpulver. Dafür wird immer gesagt, weiße Schokolade ist kein Schokolade, weil effektiv schmeckt nicht nur Schokolade, kann auch nicht nur Schokolade schmecken, weil da den Teil, der Kakaopulver, wo der Gu am Anfang geht, ist nicht mit dran. Ist dann mehr ungesund wie schwarz. Ja. Das ist Fett und Zucker. Das Fett und Zucker, und voilà. Weil wenn du guckst, Milchpulver ist auch noch viel Laktose, da ist auch ein Zucker. Das ist, ja, das nicht. Nee. Schwarzen und Moosen ist gesund. Ja. Gesund oder nicht so schlecht? Nee, das tut schon Benefizien. Ja. Das ist gut für das Gemüt, effektiv. Und dann auch für die Herz, also mit Schlaf. Nee, du musst das halt alles am Moos. Du kannst auch, wenn du 10 Liter Wasser trinkst, an einem Tag kannst du auch stirben. Richtig. Ja. Mehr genug trinken. So. Ja, denn das schwarze Schokolade. Hoppala. Also, wie ist das? Genau. Komm, also, ich habe mir da nur viel gestaltet. Genau. Der Tee ist das ein nice Knippeschock. So, schwarze, ne? Das ist so. Da war es. Genau. Der Tee ist an der Küste. Ich habe den immer so klangen deskriptiv.
okay. Den der Lohn nicht trifft. Ja, richtig. Genau. Geil. Und dann hast du so. Ich weiß nicht, so. Mega geil. Genau, der Tisch, du hast das größte Köche und du hast von allem zweimal dran. Vertisch von allem, gibt es die Zuchten oder gibt es noch viel mehr nee. Zuchten? Die Leute müssen immer 12 Zuchten. Okay. Und wir wissen ungefähr alle 6 Monate für Saisonal zu haben. Weil ich okay. probiere zu evitieren, dass wir im Dezember Erdbeeren haben. Weil das nicht Saison. Mhm. Das ist nur ein Moment, dass ein bisschen Männer mit Frischten. Mhm. Dafür mehr so Nüsse. Ach, dann und so. Der Tisch hat nur die Wanderkollektion. Okay. Das ist eigentlich froh. Ja, wo die sind in den Allergien. Ja, aber nee, dafür bin ich gefroht. Du bist gesund, dann hätte ich erst nämlich gesund, weil er nicht der Bier ist. Ich bin froh aus, ja. Weil sie sehen ja mega schön so assortiert. Ja, das kann ich wieder nennen. Hast du ein System? Oder? Ja. 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 Also, du sind mal drei Schwarze. Ja. Nein, also die Köste ist so gefüllt. Okay. Ich denke, weil der dort. Ja. Da sind Reihenfolge, wir haben sie auf den Placken, auch nur also der Reihenfolge. Also haben die Distanz so geguckt zu nehmen. Guck, also der ist da, guck, da sind da 12, der Tisch ist da 12 und da fängst du dann von 4 an. Okay, ah geil. Genau. Tisch, ah, du fährst die 3 mal. Und du hast immer, weil da 25 sind, an den 12 Zuchten, ist immer eng die 3 mal dran. Hast. Mit das aber nur nicht immer die, das sind meine Arne. Bernd, findest du die schön? Schön? Echt, eigentlich stich mir auch. Warte, gib mal eine Chance. Gib mal eine Chance. Dir schießt einen ganz Daumen. Also ich kann so pur so und die machen so abfallen. Ich so nur mal pur, also die Deichter blau, die Deichter grün. Ich meine, die gesprenkelt sind meine Favorites. Ja, bei mir ist die grün. Okay, voilà. Mit denen fand ich auch noch ziemlich geil. Die grün ist so ein bisschen Challenge. Also man der Stelle bei denen. Schauen wir mal an den. Okay. Der macht der und dann nur noch so ein Gericht nennen, einer, wo bist du mir einfach. Okay. Mit dir ist schon, also das ist schon ein Challenge. Ich will das nicht, dann denke ich, okay, oder? Ah, der kann immer, guck, einen kleinen Tipp, wenn du sie umdreht, gesagt, der weiße Schokolade aus. Ja, ich hätte so weiße Schokolade. Ja, mal gucken. Ja, natürlich. Okay, easy. Wow, das ist gut. Weil die Dohe doch 3 Schichten, wenn man sagt, nämlich nehme ich mir einfach. Na, fuck, der nächste über das Wort. Sie sind ja über gut. Schon mal? Urban, also die Matt. Nee. Nee, ist ein Zitron, ne? Nee, das ist gut kein Zitron. Das ist gut. Ich kann den gut. Das ist immer das, was schwer ist. Du kannst einfach statt nur so und siehst du ein. Würden aus Karamell? Nee. Fuck, was ist das? Das sind Obst. Ja. Ich lebe nicht. Er warnt der Obst. Und was das von du selbst? Ah, jetzt die Sache, wo du kannst am Keller lagern, kann man dann sagen. Boah, ich weiß nicht. Nee, das ist immer gut. Ich will schießen, ob du selbst kommen. Schade, du hast Zunge los, doch. Du, ein Tipp. Ich schieße halt zu Lützebüsch auf Beam. Bier? Ja. Ja. Genau. Ich war gut. Das ist ein Nimus umkommen. Das ist ein Bärenkompott und dann Ganache aus Matin und Thym, Thymian. Genau. Und innen der Biscuit, das ist etwas so, so Karamell aus, das ist so ein Kichelchen, den dann noch mit Schokolade gebunden ist, das ist noch so ein crunchy Layout ist. Okay. Das ist auch wichtig, dass oft das verschiedene Texturen, ja. Da sind ganz viele Sachen aus Salz dran. Ah, okay, geil. Okay. Und plötzlich, du weißt schon nicht gern, du hast mal gut geschmeckt. Das freut mich. Ja, immer so. Wir haben auch, also dann muss ich auch oft Leute, die so, ich weiß das Schokolade nicht gern, und dann sind sie, ah ja, mit denen du weißt das Schokolade ist okay. Das halt, ja, für mich war es schon mal wichtig, dass der weiße Schokolade so Mann wie Mädchen Caesar ist, weil oft das weiße Schokolade einfach ist Zucker, 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 Zucker. Und da haben wir auch, also da haben wir doch eine gute Party, haben wir dann geschmeckt, bis wir davon tun, wo gepasst hat. Okay. Ja. Also das ist schon wirklich geil. Ja. Also ich meine, vielleicht hat man das schon durch, ich bin mir nicht sicher. Aber ich appreziere mich dann nicht. So, das ist eine Show. Du willst einen Brun oder einen Schwarz? Soll ich euch einfach so in den Bass zahlen, dass ich mir da den einkehre? Brunnenschokolade. Ja, also Müllerschokolade. Ja. Weil Brunnenschokolade ist am Anfang all Schokolade ist Brun. Also schwarze Schokolade ist auch Brun. Die Farbe ist auch Brun. Ja, technically was erreicht. Das ist so dein Favorit am Anfang. Ja, schon. Okay. Ich esse just schwarze Schokolade. Okay. Zum Beispiel.
weil es nicht gerne ist? Oder weil ich die gerne habe. Und weiße Schokolade kann ich gut nicht essen. Okay. Und Milchschokolade sind ich nicht froh. Kannst du neue Produkte testen? Ja, ich teste sie mehr. Ja. Okay. Wenn ich süße Sachen gegen Mann, die mehr gegen ich machen, ja. Ist halt schwierig. Ja. Okay. Genau, also der Bestseller ist die heute, die Brung mit den weißen Tüppeln, ah, ja. Okay. Die ja. Die können doch gerne, warte, von der Umgebung, geht der? Die können auch gerne, die können auch gerne umbeißen und gucken, was da dran ist, das verrede ich vielleicht ein bisschen, was das. Ah ja, Leute nicht, Kekse. Nee. Ein Petit Beurre? Nee. Ja. Ne? Nee. Das letzte Bäuerkuch. Ah, den kahlen Hund. Nee. Ja, das war. Nee. Ein letzter Bäuerkuch? Ein letzter Bäuerkuch, den der Schichte gebacken hast. Ah, der Baumkuch. Ja. Genau. Das ist mir backen, der Baumkuch auf Plocken. Und da geht noch ein kleines Kübel geschnitten und da geht noch ein Knippchen dran gemacht. Das ist kreativ. Das hat der Bestseller. Ja. Ah, das ist wirklich lecker. Ja, ich kenne sie doch alle. Es ist so, wenn ich Schokolade aufhänge, dann muss ich ein ganz Tablet essen. Ja, es ist gut, nicht so. Dafür fängt mich nicht durch. Boah, ich lasse nicht hier sowieso rasch von der Küste, also der kann erst noch durch essen. Ja, ich werde Schokolade nachher. Mit dann sieht es erst nicht aus. Schwarze Schokolade. Also schwarze Schokolade ist entweder die Dodeistergrin, die Gel, sonst schon mal noch die Goldisch oder die Orange. Ja, für die Grün, egal. Ja. Das ist auch ein Schwäger. Bonne Chance. Ja. Ja. Der ist wirklich nicht die einfachste Ausgabe. Weil du kannst es auch nicht. Doch, das ist direkt. Wie nennen wir das? Zu Trüff? Nein, gut. Nee. Wie nennen wir das? Mir das oft aus Trüff an Watt. Ma. Trüff geht oft an eine andere Substanz dran gemischt. Nein, nein, ich kann das Wort nicht einfach. Mir das heute gut kann ich aber ein bisschen so von. Das Olive nur nicht. Schwer? Nichts. Wirklich? Mhm. Ah, ne, das hast du dann niemals gelöscht. Das ist Olive nur nicht gut. Mhm. Krass. Das hat etwas, was du selten so ist. Du isst halt am Essen dran und dafür passt am Punkt nicht richtig drauf. Okay, ne, den gut kann ich nicht wahrscheinlich so als solche. Okay, puh. Aber willst du noch ein bisschen so erwarten, so die anderen gut sind? Also, wir haben am Anfang vier Zuchten, die immer bleiben. Weil das so die Bestseller sind am Anfang. Das ist der Baumkuch, den du gießt, da geht es den halten, das Kakaoat. Das ist am Anfang ein bisschen wie Snickers. Das Karamell, ein karamellisiertes Kakaoat, und Milchschokolade, Ganache. Dann die Blumen aus Praline Noisette, die wir auch selber machen. Und die Goldischen aus Karamellbürsali. Was war dein Favorite von den drei? Von den drei? Mösch, also für mich Baumkuch. Baumkuch fand ich halt ja, voilà. Und das dann die Eich. Die man gebracht hat. Ja, dann, das ist der zweite Platz und dann der Platz Schwarzschokolade. Das ist noch zu Butter. Da ist die dritte von Riva, gell? Ja. Ja. Du musst halt schwarze Schokolade gerne. Und dann haben wir zum Beispiel die Rothai, die ist auch geil. Du hast so einen karamellisierten Marshmallow dran und ein bisschen Kanel. Kreativ. Die Orange aus Orange Confit. Mit okay, einer Ganache mit Kardamom. Kardamom ist auch so gewürzt, weil den nicht so oft gesagt. Okay. Gut, dass man den nicht geholt. Die Gel aus Marzipan, aber mit Kakao dran. Tisch am Anfang Schokolade Marzipan mit einer Kaffee-Ganache. Die Weiß aus mit Kokosnuss. So ein Kokosnuss-Ganache und dann hat die noch so crunchy Layer auch mit Kokosnuss. So wie Bounty. Ja, aber mit Stil. Die Rosa aus Praline, Mandelpraline mit ein bisschen Cassis-Puder dran. Das sind die wie die Freeze-Dry-Früchten, die man da mixen und mit dran machen. Crazy. Wo war ich? Was habe ich noch nicht gesagt? Am Anfang ist noch die Dough, das ist die Surprise vom Mond. Das ist immer alle Mond zu einer Surprise, die ändert. Wo man dann bisschen, wo man ein bisschen mehr... Die sieht die immer so aus, oder? Nee, die sieht okay, ist anders aus. Und nur diese Mund ist die Yuzu. Yuzu ist ein japanischer Zitron. Ah. War aber ziemlich geil aus. Das ist eben ein... Das tut gar nicht den Goût von Zitronen. Okay. Das tut Säure von Zitronen, mit das halt... Ja, tut eine ganz spezielle... Die müssen dazu so blinken. Das so schön aus. Ja, also... Das sind Formen, die sind aus einem harten Plastik. Ja, das schon auf YouTube gesehen, dann, genau, wo dann eben die Formen eben dran graben.
das nicht richtig graviert, aber ja. Und die sind halt blinkig. Die ist die Plastik ist ganz, ganz blinkig. Mhm. Und wenn du da fertig bringst, dass die, die Furf, also von Kakaobutter mit Lebensmittelfurf, okay. Und den musst du auf die richtige Temperatur bringen. Und dann geht das so wie mit einem Airbrush, dran gesprayt. Mhm. Und wenn das alles richtig ist und du nur die Schokolade geht dann dran gegossen und dann ausgeklappt, dann, ja. Wenn das alles richtig ist, dann kommt so nur blinkig raus. Und aber irgendwo ein Mini-Goffmus, sie sehen entweder scheiße aus, sie verlieren, du hast eins der Hummer da, wo die Farbe Pasche bleibt und nach vorne, wirst du wie ein Plakisch knipschen, da sind sie lascher. Oder du kriegst eine Gurne mehr raus. Okay. Dann kannst du ganz vorn wäschen. Wie viel Prozent verkacken? Du hast einfach verschiedene Sorten, die ein bisschen mehr auffällig sind wie andere. Zum Beispiel all die Sachen, wo Pollinien drin sind, das kriegst du super gut raus, weil das eine harte Füllung ist. Aber zum Beispiel der Poirotin, zum Beispiel mit der Bier, das ist mein Müll und das ist immer ein bisschen schwer. Mit das aber noch nicht. Also, und also diese all die, wo Futti gehen, mir so ein kleines Plateau hier bei der Käseleien, wo man die Futti immer drauf machen und dann können Claire und die einfach machen. Okay. Ich gehe nicht waschen. Okay. Ja, ich war stilär. Aber was sind denn Pläne für das Jahr oder für die Zukunft? Das Jahr nicht so unbedingt. Also einfach mich schon ein paar so Produkte, die wir werden rausbringen, auch für Ostern und auch könnt ihr Valentinstag, da macht ein paar Ideen. Und für den Rest, ich gehe gerne irgendwann einen zweiten Punkt wohnen tun, aber dafür muss die Produktion einfach mehr groß gehen. Und wir sind noch ziemlich neu. Ich meine, das ist nicht gut, wenn es zu schnell forcierst, für groß zu gehen. Ich meine, das geht meistens schief. Schon Zeit. Ja, definitiv. Ja, wenn es so gut lebt am Anfang. Und lebt ja an einer guten Richtung. Ja, voilà, und ich bin ja noch jung und schon Zeit, dann muss man nicht alle so an den nächsten 5 Jahren, muss man nicht bis zum Schluss kommen. Tisch. Nächstes Jahr kein Plan, wenn zu Dubai. Nein. Nee. Das reizt mich auch genau. Am Anfang ist das aber schon so ein Luxusprodukt, oder? Ja. Also, ich sehe aber mal so aus. Ja. Ich war lebenswichtig. Nee, das ist mir halt wichtig, dass. Dass man ein bisschen waschkommt von den klassischen Knippischen, die alle braun sind. Ja. Und das ist doch einfach lustig, als für sie zu essen. Weil ich fand es so süß, dass du. Ja, sie sind irgendwie alle selber da, sondern. So, also doch schön für da. Ja, nein, mega. Ja. Und das bringt auch auf Social Media natürlich. Ja, dann doch. Mit der, das ist der Prinz an Dingen, dass das schmeckt, das ist für mich immer das Allerwichtigste. Also, da, also die Do-Knippersche ist aber so dein Hartprodukt. Genau, ja. Okay. Das ist ein Hartprodukt. Mhm. Apropos Viersatz, sind die Leute diese Schwersatz? Nein. Nein? Du? Nein. Okay. Ich habe mal das Tür angefangen, Viersatz zu hören. Also, aber was? Und zwar, wir fangen an all Lane von meinem Leben. Also für Podcasts habe ich mal konkret Ziele gesagt, ich will erreichen, aber ich selber. Also für mich selber will ich mehr eben von den Ideen wegkommen und mehr einfach machen. Umsetzen. Genau. Und an meiner Kommunikation mehr straight to the point. Mhm. Also mehr meinen Satz fertig machen und nicht lobby-poppy. Am Funk beides ist ein bisschen ähnlich, einfach mehr fokussiert auf Execution. Ich verstehe. Es sind halt die Menschen, ich hole mir über die Jahre einfach Sachen für. Ich brauche dafür nicht neue Jahre. Ich bin so der Meinung, wenn ich merke, dass ihr Schnapp es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle, sondern so, okay, ich sitze in der anderen Stadt gerne. Also, ich probiere, gell? Also, ich muss es nicht nur so. Schön mal immer im Ferien mit Wort zu posten. Schön. Ja. Es gibt Momente, wo ich einfach viel Info habe, viel zu scheren. Und da gibt es andere Momente, wo einfach Männer zu zählen. Also, ich fand doch schön, wenn es die selbe Post wusste schon in einem halben Jahr, dann rummenke. Das fand ich schon auch blöd. Mhm. Dann, ja. Bis jetzt hat es keine Mauer, vielleicht ist es gemacht, ich konnte nicht machen, wusste ich zu Panama was. Hast du viel können filmen? Ja, das Problem war da, war einfach, war so viel Input alles. Und ich habe effektiv viel Video gemacht, ich hatte auch ein Fotoapparat dabei und so. Also. Und dann nur, aber direkt Moment da kommen. Und ich wollte, ihr wisst, da willst du auch nicht Leute. Ja. Komplett verwirren, dann, ja, du war das ein bisschen anders. Das heißt, ich kenne nur am Anfang. Genau, mir los die Idee, ich gehe ganz gerne ein paar von den Fotos groß sehen und an der Boutique hängen, weil da dann, ja, das ging ich gerne machen. Was ich gerne machen würde, das ist, also nicht direkt, heute nicht direkt mit dir zu tun, aber jedenfalls wollen wir gerne ein neues Format kreieren, ich teaser das einfach mal, nämlich
ein Tag Mom, zum Beispiel Lola, wo man dich da geht, wenn man begleitet, du gehst mal mit bei dich an der Boutique gehen. Dann macht man mehr in der Kalle auf der Bühne. Genau, geht mal eine halbe Stunde mit dir an der Kalle sitzen. Mal gucken, was du so musst. Weißt du, dann bist du ja, Filme so gerne. An der Produktion. Ganz gerne. Wenn ihr nicht wenn dann nicht für Christ da kommt, dann ganz gerne. Ja, nee, einfach wenn du dich einfach umklärt, natürlich. Ja, nee, gerne. Also so gerne Bescheid geben, ich das Format interessieren. Mir wäre richtig motiviert, für das zu machen. So, noch neben dem Podcast geht man natürlich weiterhin machen. Mehr eben so als zweites neues Format. Also gibt gerne eine Meinung dazu. Dann machen wir als Gülle Knüppchen. Und dann machen wir als Gülle Knüppchen, wenn wir bis groß genug sind. Ganz gerne. Ja. Okay, das war von meiner Seite. Aber wir müssen nach den Gelefroh machen. Ja, richtig. Okay. Also, Gelefroh, was kann ich gewonnen? Also, ich kann ich gewonnen. Ein Giftvoucher für bei mir am Boutique für 50 Euro. Kann ihn sich aussichern, weil ich wollte nicht für ihn aussichern, weil les goûts et les couleurs. Häufig kriegt ihr da sind noch 50 Euro. Ja. Naja, super. Cool. Genau. Da gebe ich die Aktuelle noch einen Platz. Mir noch mit Klang, da war so die größte Küche. Mir noch mit Klang köchen und da kann ihn sich noch andere Sachen. Mhm. Ja, heute sind doch gespannt. Ja. Also, ich esse bald auch Schokolade, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja. Also, schön gut. Und den froh aus? Mein froh aus. Wie viele Sorten Knippischer sind in unserem Assortiment? Das ist sowieso, gell? Ja. Okay, okay. Bist du da? Ja. Wahrscheinlich. Hast du nicht nur gedacht? Wahrscheinlich nicht. Nee. Voilà, dann ist es nicht allzu kompliziert. Okay. Haben wir noch eine Frage vom letzten Gast, das ist Joel. Mach das. Ja. Man, nee, nicht gefragt. Was willst du an deinem Leben noch erreichen? Ich meine, für mich ist es einfach wichtig, dass es so weitergeht, wie es bis jetzt geht. Ich sehe noch nicht den, der sagt, ich will irgendwann 10 Boutiquen holen, reich sein und irgendwo bei einer Insel sitzen. Das ist mein Ziel. Ich will einfach meinen Job weiterhin gerne machen. Und effektiv, ein kleines zweite Boutique wäre mega cool. Aber nicht, dann ist es doch okay so. Mhm. Ja. Humble. Ja, schon. Also das ist kein anderer Ziel, wie außer du mit Boutique. Am Lotto gewonnen. Ja. Du, ja, ich sehe, ich will aber am Lotto gewonnen, ich spiele kein Lotto. Weißt du, dass irgendwie geht, die Rechnung geht es nicht um. Nein, für den Rest ist ich am Anfang nicht zufrieden mit meinem Leben, so wie gerade das. Also, dass es so bleibt, wäre ich einfach happy. Schön. Ja. Also, mit dem Schluss. Ja. Ja. Und du bist dann froh, unser nächster Gast. Ja. War das dein Guilty Pleasure? Das ist ein gut froh. Ich war gut froh. Ja, perfekt. Gut. Super. Bist du noch in der Saison in der letzten Wort und neues Audience? Nee, kauft anständige Schokolade. Kauft mein Knie. Kauft nicht den Milch, kauft das Knie. Ja. Vielen Dank, merci für die Nullausstörerin. Merci für den Gruppe, dass wir heute aufhören. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao.